Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier wieder mal beim Achtung Lichtarbeit Podcast. Und wie bei den anderen Podcasts auch, habe ich wieder eine Gesprächspartnerin. Ich freue mich sehr, dass die Bettina aus Bayern heute hier ist. Erstmal grüß dich, Bettina. Schön, dass du da bist. Hallo lieber Eckart und ja, hallo liebe Geschwister oder ja, die aus der Esoterik finden möchten. Genau, denn das ist natürlich wieder unser Thema heute. Auch Bettina war mal in dieser spirituellen Szene drin gesteckt, hat da auch sehr viel und reichlich gemacht und ausprobiert und geglaubt und Methoden ausprobiert, war da in vielen Richtungen unterwegs und ist aber jetzt im Glauben an Jesus Christus seit etwas über einem Jahr. Stimmt das? Januar 2022, ne? Genau. Und jetzt, vor kurzem hast du dich dann aber auch sogar taufen lassen, ne? Im Februar, oder? Also das war gleich nach der Bekehrung. Ach so, okay, dann habe ich das Jahr irgendwie verwechselt. Also das war dann auch alles 2022. Genau. Und und heute freue ich mich, dass du auch ein bisschen mitberichten möchtest, so über deine Erfahrungen in der Spiritualität, Lichtarbeit, Esoterik, um auch andere zu erreichen, die sich da vielleicht auch wiedererkennen in dem, was du so erlebt hast. Genau. Ja, wie war es denn bei dir so in jungen Jahren? Also du warst ja jetzt auch nicht immer, sagen wir mal, jetzt so total spiritueller Mensch. Wann hat es denn so bei dir angefangen und mit was? Ja, also sicherlich so mit um die 18, also ganz normal eben Horoskope, Kartenlegen, Astrologie, also eben so am Computer. Also da war ich bei so einer netten Dame und hat mir da eben praktisch Horoskope und so legen lassen und ja, hat auch immer gestimmt. Und ja, deswegen war man dann natürlich da irgendwie ganz begeistert und das war halt dann schon irgendwie so eine Art Lebensführer oder so. Und ja, die hat einmal von Gott erzählt und dann hat man halt natürlich gemeint, man macht da was Gutes. Und dann war ich irgendwann eben einmal bei einer Hypnose, aber das hat auch nicht wirklich funktioniert, diese Hypnose, das muss ich auch dazu sagen. Die Hypnose hat nicht so funktioniert, aber du hast schon gesagt, so bei Astrologie, da stimmt auch vieles. Siehst du das heute so als eine Art Verführung oder Trick? Weil wenn das alles nicht stimmen würde, dann würde das ja auch kaum jemand machen, ne? Ja, also definitiv, weil der Feind weiß sehr viel. Also das ist wirklich enorm gewesen. Und also das hat immer alles gestimmt. Und ich bin ja zu dieser Dame bestimmt 15 Jahre oder so hingegangen. Also meistens so zweimal im Jahr, das war immer irgendwie so der Wegweiser durchs Jahr. Und es hat wirklich, das hat immer gestimmt. Und das war auch immer, war so ein schöner Besuch, so ungefähr wie bei so einer Oma oder Tante. Und dann gehst du da eben irgendwie alles durch und hast eben da so einen Ratgeber fürs Leben, wo es eben so kommen kann. Und sie hat mir ja dann damals eben auch gesagt, das war der letzte Besuch, dass ich eben bei ihr war. Und da hat sie mir eben gesagt, so ungefähr, dass das mit meinem Ex-Partner, das wird auseinandergehen und so. Und dann habe ich gesagt, nein, also du hast jetzt in allem recht gehabt, aber diesmal hast du nicht recht gehabt. Ja, und es war aber wieder, sie hat wieder recht gehabt, weil es ist am selben Abend hat sie das Ganze dann noch beendet. Also ich meine, die Bibel berichtet schon davon, dass es so einen Wahrsagegeist gibt. Der hat wirklich den ganzen Tag nur die Wahrheit gesagt. Aber die Quelle, um die geht's ja, ne? Ist die Quelle eine gute? Genau, und das habe ich ja dann im Nachhinein eben herausgefunden, dass es das nicht ist. Genau, und da wollen wir ja sicherlich auch im Verlauf nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Also du hast schon relativ früh, warst du in Kontakt mit diesen Dingen, mit 18 schon. Und ja, dann bist du ja auch so richtig in die Lichtarbeit, so in diesen Aufstieg, wo ich ja auch drin war, ja, so Aufstieg in eine höhere Dimension mit Mutter Erde und der ganze Aufschwung und die neue Erde und so. Magst du da mal ein bisschen berichten, wann war denn das und womit hast du dich da so beschäftigt? Ja, also das war eben dann in der Corona-Thematik, also in der Corona-Zeit so ungefähr, habe ich mir eben gedacht, jetzt läuft irgendwie was ziemlich verkehrt und dann bin ich auf die Suche gegangen. Und dann ist natürlich auch Telegram dazugekommen und dann habe ich eben auch, das war kurz bevor das Corona eben losging, habe ich dann eben auch noch eine Freundin kennengelernt, die eben sehr in der in allem einfach drin war. Im Buddhismus, im Hinduismus und also wirklich sich viel mit Indien und so auch beschäftigt hat und eben ganz viel gewusst hat und eben für mich zu dieser Zeit einfach sehr begabt war.
Und wir uns einfach total gut verstanden haben und ich eben wirklich gemeint habe, so ungefähr, ja, wir können jetzt da auch ganz viel voneinander lernen und so. Und ja, ich bin mir aber gegenüber ihr immer klein vorgekommen, weil ich das einfach, ich habe das nie so verstanden, wie es bei ihr einfach war. Und dann habe ich eben ganz früh eben bei Telegram eben mit dieser Lichtarbeit und diesem Hochschwingen, dann bin ich auch zu einer Heilpraktikerin noch gegangen, die wo dann eben auch ganz früh eben mit Karma, mit Reinkarnation, wo es dann eben auch geheißen hat, bei mir war im alten Leben dies und das und deswegen das verarbeitet sich jetzt und dann wird alles besser und so. Ich habe das alles geglaubt, das hat sich alles schön angehört und alles so ungefähr mit ja und es wird ja alles gut und unsere Erde schwingt hoch und wir müssen da jetzt bereit sein und wir können da mitwirken und alles und hat so total verblendet war ich. Es ist wirklich so. Und ja. mit allem Möglichen beschäftigt. Und ja, es hat diese Punkte gegeben, da wo man wirklich als Überflieger dann irgendwo war, da wo man sich nicht sagt, es ist jetzt alles so toll und diese Welt ist so schön und die wird noch viel schöner und so. Also man hat da wirklich Höhenflüge gehabt. Und dann ist aber wieder der Punkt gekommen, da wo man dann wieder in so ein Loch runtergefallen ist. Und dann sucht man natürlich, wie du eben immer auch beschreibst in deinen Videos, dann sucht man noch den Nächsten. Ja, genau. Ja, so ging es mir ja auch. Ne? Aber interessant ist, irgendwie diese Corona-Zeit und der Aufkommen von Telegram, das war für viele irgendwie ein ganz besonderer Wandel, der damit eingeläutet wurde. Da kamen auch die ganzen Verschwörungstheorien viel höher oder kamen noch mehr auf. Und irgendwie das Corona, man merkt schon, dass das auch ein Gericht Gottes ist, weil ja auch Seuchen werden auch als Gericht Gottes bezeichnet. Und das macht schon was, ne? Das war ja bei dir auch so eine Zeit, eine Phase, wo bei dir plötzlich ganz viel sich geändert hatte, ne? Also ja, ich habe alles hinterfragt. Also ich habe wirklich alles hinterfragt und habe mir gedacht, was ist jetzt los? Jetzt steuert man so ungefähr, das wird jetzt der dritte Weltkrieg schon. Also da war es für mich teilweise, so habe ich das irgendwie empfunden gehabt. Und dann eben wirklich, ja, total viel geforscht und einfach gemerkt, da passt einfach was nicht. Genau, und da passt in der Tat ja auch einiges nicht. Das ist ja erstmal richtig, ja. Da läuft doch so einiges falsch. Aber kommen wir nochmal zurück jetzt zu dieser Lichtarbeit und diese ganze Lehre mit Karma und Reinkarnation. Du hattest mir erzählt, dass du auch sehr intensiv dich beschäftigt hattest mit diesem Heiler aus der Schweiz, Gianni Balducci, richtig? Ja, also durch diese Freundin bin ich eben auf diesen aufmerksam geworden und wir hatten dann bei dem eben so einen Kursnachmittag und ja, der hatte dann so ungefähr sein Zeugnis abgegeben, dass er eben diese ganze Liebe und alles, dass er eben so ungefähr auch berufen dazu ist, das weiterzugeben und wie sich die Welt eben auch eben zum Guten noch verändern wird und alles und hat da dann eben auch praktisch eine Vorführung am lebenden Beispiel gemacht, dass eben eine Person auf der Liege vorn gelegen ist und der hat die dann quasi behandelt und dann eben in ganz komischer Sprache so ungefähr gesprochen hat und schon fast die Augen nach hinten geworfen und gerollt hat und dann an diesen Person, als wie wenn er irgendwie so Fäden ziehen würde oder Fäden schnüren und die dann, als wie wenn er die, es hat so ausgehört, als wie wenn er die abbeißen würde und so und man hat nicht definieren können, gibt er diesem Körper jetzt was, nimmt er diesem Körper jetzt was, ja, es war ganz komisch irgendwie und von dem her schon irgendwie sehr, sehr spooky und dann hat er uns das eben erklärt und dann ist er durch den Raum gegangen und hat jeden einzeln noch behandelt, also dann eben im Sitzen. Und ja. Diese Behandlung habe eben ich genauer so gehabt und ich bin dann eben auch in Tränen ausgebrochen, weil man eben dann gemeint hat, es wird jetzt da irgendwie was gelöst oder so und dann bin ich eben, irgendwann macht man dann die Augen eben wieder auf und dann ist er da eben zu den nächsten Personen und so gegangen und dann habe ich damals schon irgendwie gemerkt, gut, es war an diesem Tag wirklich sehr warm, muss ich schon auch sagen. Aber dann habe ich gedacht, ich muss hier raus. Ich muss hier raus und dann, also halt im Nachhinein, denke ich definitiv so, dass der Herr mich auch hier schon beschützt hat, ungefähr, mein Kind, du gehst jetzt da.
Und dann habe ich draußen eben mit einer Dame noch geredet gehabt und so. Ja, und dann sind wir wieder rein. Und dann war dieser Nachmittag sozusagen zu Ende. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann habe ich zu dieser Freundin eben gesagt, hab, so ungefähr, ob sie sich sicher ist, dass der von der guten Seite ist. Dann hat sie gesagt, ja, natürlich. Und also der hat auf alle Fälle einen Kanal und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, der hat sicherlich einen Kanal, aber wohin? Also die Frage hat sich mir damals schon gestellt. Und ja, dann war ich aber nur so ungefähr, dass ich mir gedacht habe, ja, mei, jetzt schauen wir einfach einmal. Und ein paar Wochen später haben wir dann eben noch mehr so einen Kurs bei ihm gehabt. Das war dann abends, das war irgendwie auch so ein ganz mysteriöses. Und hat er eben noch mehr, da hat er dann praktisch meine Freundin als Modell gehabt und die behandelt. Und also das habe ich wirklich diese, da habe ich wirklich diese, ja, Energie bis zu mir hintergespürt. Und haben mir gedacht, was geht da jetzt ab? Und dann wurde eben auch ich wieder behandelt, nicht nur von diesem Mann so ungefähr, sondern eben auch von meiner Freundin mit, weil in ihr hat er ja sehr großes Potenzial gesehen. Und dann war halt diese Behandlung so ungefähr bei mir, also die war wieder anders wie beim ersten Mal. Es wurde mir praktisch meine Hand auf mein Herz gelegt und gut, da bin ich auch dann nicht in, da habe ich auch nicht geweint und so, und es ist mir danach auch relativ gut gegangen, aber dann wirklich ein paar Tage später war ich ja wie leer, wie ausgebrannt. Bin normalerweise schon ein sehr fröhlicher und liebevoller Mensch und so, aber da war, das war wie weg alles. Eine Leere. Also hattest du das Gefühl, dass dir da irgendwie Energien geraubt wurden? Vollkommene Leere. Also da war wirklich, ich habe mich gefühlt, als wenn in mir nichts mehr wäre. Weil ich wollte nur sagen, weil das nämlich viele berichten. Ich habe ja seit Jahren schon auch mit diesen Menschen zu tun und viele berichten, dass sie das Gefühl haben, dass sie da irgendwie eine Energie abgesaugt wurde oder genommen wurde oder geraubt wurde, dass sie völlig kraftlos sind, wie ausgebrannt, eben wie du es auch beschreibst, völlig leer. Ja? Völlig leer, also wirklich als wie wenn man keine Emotionen mehr hätte oder so. Das, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Wut, ja, die war schon irgendwie da, weil ich mir gedacht habe, was haben die jetzt mit mir gemacht? Und ich habe das der Freundin dann eben auch gesagt und die hat dann gesagt, ja, das ist normal und das ist dann, das muss so sein und danach wird es wieder besser und so. Und dann hat sie eh gesagt, ja, sie schickt mir wieder irgendwie Energie. Und dann habe ich eh gesagt, ich will keine Energie. Da bin ich dann schon irgendwo mal auch ein bisschen, sauer geworden. Und dann hat sie aber eh gesagt, ja, sie hat mir aber was geschickt und ich habe es auch angenommen so ungefähr. Und dann habe ich eh gesagt, jetzt ist mal Schluss. Und dann habe ich eh gesagt, wir telefonieren abends und ja, dann ist halt wieder auf das gegangen, dass sie den natürlich total verteidigt hat und sich verteidigt hat. Und das halt bei mir, also da bin ich halt dann schon auch irgendwie so hingestellt worden, so ungefähr, ja, mei, ja, du bist halt nicht so weit und ja, wieder klein gemacht worden. Auf das eben auch mit dazu. Und also da habe ich dann irgendwie schon gemerkt, so ungefähr, ja, irgendwie wird es jetzt komisch und dann war ich noch mehr ein Termin gewesen, aber dann war eben diese 2G-Regel und das und dann habe ich eben nicht mitgekommen und ja, dann war ich eben daheim und ja, habe ich dann wieder gemeint, so ungefähr, ja, ich muss trotzdem weiter lernen und wachsen und ja, ja, habe eben da weiter mit diesen Christina von Dreien Bücher gemacht. Ja, da kommen wir noch dazu. Bleiben wir mal bei Gianni Balducci noch. Er schreibt ja auch von sich, dass er 2012 so ein besonderes Erlebnis gehabt hätte. Er sagt, er hatte ein Wunder erlebt bei einer Meditation bei Alexander von Landen, wo er sagt, auf einmal öffnete sich mir alles zeigte sich und wurde mir bewusst. Ich spürte eine nie dagewesene Kraft der Liebe und Erfüllung, weil du ja auch gesagt hast, dass es oft von Liebe die Rede ist. Es geht noch weiter, das Zitat. Diese Kraft möchte ich gern allen bewusst und zugänglich machen. Er hatte also da schon so eine Erfahrung. Die Frage ist nur, von welcher Liebe ist hier die Rede? Welche Kraft, glaubst du, heute steckt dahinter? Ja, also definitiv Satan, Dämonen, also nichts anderes. Also definitiv das Böse. Also das hat nichts mit guter Energie und das hat vor allem nichts mit Gott zu tun. Ja, auch wenn Gott ja oft erwähnt wird. Genau, das wird ja immer ins Spiel gebracht und vor allem ja mit dem Thema Liebe. Ja, was wollen wir denn alle? Wir wollen alle Liebe. Und mit dem wird natürlich, das verkauft sich am besten, weil da jeder drauf anspringt. Also
Du hast ja auch schon gesagt, dass du inzwischen davon überzeugt bist, dass Satan dahinter steckt. Da hast du also auch diesen Engel des Lichts kennengelernt. Es heißt ja auch im Wort Gottes, dass der Satan und auch seine Diener sich als Engel des Lichts, als Diener der Gerechtigkeit tarnen und auch viel von Licht und Liebe reden. Meinst du, deswegen springen so viele drauf an, ja? Also auf alle Fälle. Also ich habe das bei mir definitiv so gesehen. Und ja, wir suchen ja alle Liebe, sei es jetzt eben in Partnerschaft oder in der Familie oder wo auch immer. Das ist eben der Kern, den wir alle wollen, so ungefähr. Deswegen springen das sicherlich viele drauf an. Also war bei mir ja genauso. Man hat seine Erfahrungen im Leben gehabt und man sucht ja irgendwie noch was. Und man findet es aber wirklich erst, bei Jesus. Ja, das ist das, was ich damals auch noch nicht wusste, wie wichtig Jesus Christus ist, der Sohn Gottes. Und ja, das ist eben das Verfängliche, dass so viel von Liebe und Licht die Rede ist, von Aufstieg in eine schönere Welt, in eine neue Dimension. Aber irgendwie, wenn man sich umschaut, es müssten doch immer mehr erwachte Menschen hier rumlaufen. Irgendwie sieht es nicht so aus, wie das so oft versprochen wird. Gott macht in seinem Wort ja ganz klar, dass es zum Ende der Zeiten eher noch schlimmer wird als besser und liebevoller. Leider, ja. Kannst du das auch bestätigen? Ja, definitiv. Also jetzt, wenn man an der Wahrheit ist, dann versteht man es halt einfach. Weil davor, ich habe auch noch gemeint, ist alles toll und das muss jetzt so sein und die Erde steigt auf und natürlich muss davor mir alles kaputt gehen und brechen und so und wir sind ja alle selber Gott und wir können da alle mithelfen in diesem Prozess und ja, es ist eine Lüge. Ja, es ist auch so ein bisschen schmeichelhaft, wenn man dann da mithelfen darf, wie du es gerade gesagt hast. Genau, so ungefähr. Ich bin ja was Gutes, ich bin ja was Besonderes und ja, da kommt irgendwie schon auch ein bisschen diese Selbsterhöhung dazu, so ungefähr mei. Und also ich kann jetzt das, ich bin jetzt da in der Esoterik unterwegs und ich bin da sehr fühlig und ja, aber es ist halt leider der falsche Weg. Ja. Ja, und bei dieser Behandlung, um da auch nochmal drauf zurückzukommen, das hat mich irgendwie erinnert, du hast da so von Fäden gesprochen, dass er da irgendwelche Fäden rausgezogen hat oder reingemacht hat. Jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber es gibt auch so einen Wunderheiler, der spirituell Organe entnimmt bei Menschen oder auch wieder einfügt. Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, dass es ist natürlich in höchstem Maße okkult. Und du hast auch gesagt, er hat irgendwie diese Augen nach hinten gehabt und hat in irgendeiner komischen Sprache gesprochen. Kannst du das nochmal erläutern? Ja, also das war einfach, was heißt, ich sage jetzt nicht, dass er die Augen nach hinten geworfen hat. Ich konnte es auch gar nicht mehr beschreiben, aber das war also ganz komisch einfach. Also wie wenn er so komisch geatmet hätte und dann eben, er hat es ja irgendwie beschrieben, also ungefähr, dann gingen diese Wesenheiten in ihn rein oder diese Wesenheiten wirken dann in ihm oder... Ja, ganz komisch. Also ja, jetzt weiß ich es ungefähr, was es für Wesenheiten waren oder sind. Ja. Aber ja, und dann eben am Körper behandelt und dann eben mit den Händen so umeinander und eben entweder Fäden gelöst oder irgendwas neu gemacht und dann irgendwie abgeknabbert oder so. Also ja, im Nachhinein wirklich, wirklich gruselig. Ja, das glaube ich. Da ist auch höchste Vorsicht geboten, falls da jemand sich wiedererkennt. Da sind Geister in ihm drin, also es sind dämonische Wesen. Der Heilige Geist würde nie so auf diese Art und Weise vorgehen. Und deswegen muss man halt auch echt davor warnen, weil es ist nach außen hin hört sich das immer so schön an und Liebe und da wird schlechte Energie rausgeholt, aber es ist blanker Okkultismus und da kann man sich mehr als nur die Finger dabei verbrennen. Ja, auf alle Fälle. Jetzt hast du vorhin auch schon kurz gesagt, du bist dann noch irgendwie auf Christina von Dreien gekommen. Da hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Ja, also ich bin ja durch eine Bekannte eben auch auf dieses Buch schon lange Zeit zuvor eben auch darauf hingewiesen worden. Und am Ende wird alles gut. Das war so ein dünnes Taschenbuch, das habe ich davor schon mal gelesen gehabt. Und dann habe ich mir aber irgendwann diese drei dicken Bücher von ihr besorgt gehabt. Und habe da eben auch gelesen und habe mir nur noch gedacht, mein junges, nettes Mädel und hochbegabt und was die eben für
für Gaben eben alles hat und so und mit der verstorbenen Schwester und alles. Und ja, habe die eben gelesen und war da noch ja, ganz fasziniert am Anfang. Und dann, ich kann jetzt nicht mehr sagen, war das im zweiten Buch oder im dritten Buch dann. Und also da war dann wirklich eben ein Kapitel drin, wo es um Jesus gegangen ist. Und das hat mich irgendwie von dem her, ja, hat mich schon irgendwie gepackt gehabt. Und ich habe dieses Kapitel nicht nur einmal gelesen, sondern bestimmt zwei oder dreimal. Ja. Und da ist letztendlich, ja, also ich habe ja davor eben auch durch Telegram schon hin und wieder einmal was von der Bibel gehört gehabt und hat mich auch interessiert, aber es war halt noch nie so, ja, so präsent. Und dann ist eben da Jesus so ungefähr mit dazugekommen und dann habe ich eben auch irgendwann abends ungefähr gebetet, weil also der Glaube an Gott war immer da, also das war nie eine Frage für mich, also ich war da nie irgendwie Atheist oder sowas, überhaupt nicht. Hab dann eben da gebetet und habe eben eh erstmal wirklich, ja, also von dem her habe ich schon einen sehr schönen Weg gehabt, weil ich bin wirklich erstmal in die Selbstvergebung gegangen. Ja. Dass ich wirklich so ungefähr mir selbst vergeben habe, wo ich in meinem Leben so ungefähr alles für einen Mist gemacht habe. Und dann habe ich eben eh gesagt, ungefähr, Gott, also wenn ich mir jetzt vergib und du mir vielleicht vergeben kannst, dann ja, wäre es ja schön so ungefähr, wenn er mir da irgendwie ein Zeichen oder so geben könnte. Und durch das, dass ich wahrscheinlich eben ja in diesem Kontext eben auch von Jesus schon was gelesen gehabt habe, bin ich wahrscheinlich wirklich erhört worden, weil es steht ja eben in der Bibel, Matthäus 7,7, wer klopft, dem wird aufgetan. Und das war bei mir wirklich so. Weil ein paar Tage später bin ich dann eben in die Arbeit gekommen und dann ist eine neue Kollegin drin gesessen mit einem Jesus-Tattoo und einem kleinen Kreuz dahinter. Und dann habe ich mich vorgestellt und so und haben wir da so geredet und dann habe ich gesagt, wenn du da ein Jesus-Tattoo hast, dann hast du sicherlich die Bibel gelesen. Und dann hat sie das bestätigt und dann haben wir da was ausgemacht, weil mich das dann einfach total interessiert hat. Ja, und dann bin ich relativ schnell, hat es mir eben ein paar Sachen erzählt und so. Und ich habe mir dann erzählt, ja, die Erde steigt auf. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, also wir sind in der absoluten Endzeit. Und dann habe ich da irgendwie so umgedacht und habe ihr eben ein bisschen was aus meinem Leben erzählt. Und dann hat die irgendwann, ja, also du brauchst Jesus. Und ich habe dann irgendwie wirklich ein Zeichen bekommen, so ungefähr. Also eben auch dämonische Angriffe, mit dass ich lauter, ja, abends im Bett so ungefähr wirklich so richtige Fratzen vor mir gesehen habe, weil der Teufel eben gewusst hat, so ungefähr, die entgleitet mir jetzt. Der wollte dich zurück. Genau. Also er wollte mich zurück, aber das hat mir keine Angst nicht gemacht, überhaupt nicht. Und dann eben wirklich, also ich bin im Visualisieren sehr schlecht, aber da habe ich dann wirklich eine wunderschöne, breite, große Prärie-Landschaft gesehen. Und da war dann ein weißes Pferd mit einem Mann drauf. Ich habe diesen Mann aber nicht gesehen, weil der ist in diese Prärie hineingeritten. Also von mir weg. Und ich kann nicht sagen, ob es Jesus war oder nicht, aber es war auf alle Fälle ein sehr schönes Bild und total beruhigend. Und dann habe ich ein paar Tage später eben auch noch einen Traum gehabt, dass ich in einem blauen Kleid dastehe. Und dann habe ich das eben, ja, wie man das halt so macht, dann schaut man halt bei Google. Und dann hat es eben geheißen, so ungefähr, ja, blau steht für Taufe. Ah, okay. Ja, da habe ich eben schon gemerkt, so ungefähr, wie mich der Geist ja sehr zieht. Und ich habe ja eben auch, ich habe ja so eine kleine Mini-Bibel, so ein Mini-Traktat von meiner Glaubensschwester gekriegt gehabt und habe das auf Nacht eben wirklich im Bett gelesen. Und ich gebe auch ganz offen und ehrlich zu, das liegt heute noch unter meinem Kissen, exakt das gleiche Traktat liegt unter meinem Kissen. Und das ist dann nie wieder weggekommen. Und ja, mir hat dieses Evangelium wirklich einfach total getatscht. Und dann habe ich letztendlich gewusst, gut, dann weiß ich, was ich zum Tor habe. Und dann habe ich mit den Glaubensgeschwistern geredet. Und dann hat es geheißen, ungefähr, ja, Buße, Bekehrung. Und dann habe ich gesagt, ob sie mich, ja, wegen der Taufe so ungefähr. Und dann ist das wirklich innerhalb von wenigen Tagen gegangen. Und dann, ja, durfte ich zum Herrn kommen, um eins seiner Kinder zu werden. Schön. Also du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, dass du von Jesus erstmal gehört hattest bei Christina von Dreien. Also Gott benutzt ja auch alle Menschen, auch Okkultisten wie Christina von Dreien. Gott benutzt oder gebraucht Menschen, wie es eben ihm in seiner Souveränität gefällt. Aber glaubst du, es war der wahre Jesus, also der wahre Jesus, den du jetzt gefunden hast? Ja, aber der Jesus, den Christina von Dreien vermittelt, ist das der wahre Jesus?
Nein, definitiv nicht. Das hört sich bei ihr halt einfach so ungefähr schön an, aber es ist nicht der richtige Jesus. Also das hat mit Evangelium überhaupt nichts zu tun gehabt. Also da geht es ja auch viel um Geistführer und sowas. Genau, so ungefähr. Also ja, sie hatten sicherlich, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber sie würden schon als Geistwesen so ungefähr dargestellt haben. Also es besteht schon die Gefahr, dass uns auch ein falscher Jesus vermittelt wird. Also nicht immer, wo Jesus draufsteht, ist auch Jesus drin. Kann man das so zusammenfassen? Das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Also da muss man immer aufpassen. Und gut, auch ein wiedergeborener Christ so ungefähr weiß, dass man auch dann oder auch vor allem dann aufpassen muss. Weil Weil die. die Gefahr ist ja immer noch da. Also das, ja, es wird ja immer alles verdreht. Aber wir haben ja jetzt die Wahrheit und wissen die Wahrheit so ungefähr. Von dem her ist es bei uns nicht mehr so einfach, aber es wird so viel verdreht, das ist ja ist enorm. Also, das stimmt. Jesus, zum Beispiel, hast du in deiner Zeit auch damals von diesen aufgestiegenen Meistern gehört? Ja, Also das gibt hat es ja sehr zwölf, interessant. genau diese 12 Strahlen. Genau, oder auch dieser Sananda, der ja auch, der behauptet ja, er ist Jesus, oder? Ja, der kommt ja da auch drin vor. Das ist ja der Ja, genau, 9. Strahl also. angeblich. Jesus Sananda neben anderen, jetzt Hilarion, Saint-Germain, Lady Nada und so weiter. Und das ist eben natürlich nicht der wahre Jesus Christus, sondern das ist da auch nur ein aufgestiegener Meister neben vielen. Ja, neben 11 anderen ist er nur einer von vielen. Das ist das Problem. Ja, leider. Das ist wirklich, ja, also es wird leider eben so viel, ja, verdreht und benutzt und also das ist wirklich Wahnsinn. Wer ist denn Jesus für dich heute? Wie kann man das denn auseinanderhalten? Also wenn jetzt jemand dich fragt, wer ist für dich Jesus Christus? Wie würdest du das denn beschreiben? Jesus ist für mich Gott. Er ist mein Retter und Erlöser, mein König, mein alles. Ja, schön. Ich bin einfach froh, dass er mich aus dem allem befreit hat und ja, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen für mich auferstanden ist im verherrlichten Körper und uns einfach bedingungslose Liebe und vor allem das riesengroße Geschenk, die Vergebung der Sünden und ewiges Leben schenkt. Also es ist unbegreiflich, was wir kriegen. Ja, das kann man gar nicht fassen. Jetzt ist Na. ja aber bei all diesen anderen ist ja auch von Jesus oft die Rede und es ist alles immer geht ganz viel von Liebe und so. Du hast ja auch gesagt, das findet auch deswegen wahrscheinlich so viel Akzeptanz. Aber was ist, wenn man auch mal realistisch Klartext redet, wenn man auch mal das Böse ins Spiel bringt? Ja, das wollen ja viele leider nicht wahrhaben. Ja. Das Also, ist ja das Schlimme. viele können sich das gar nicht vorstellen, dass es auch einen Widersacher Gottes gibt, den Genau. Satan, der die Menschen verführt, der sich eben tarnt als Engel des Lichts, um die Menschen um den Finger zu wickeln, um sie zu verführen, hinters Licht zu führen, sagt man ja auch so sprichwörtlich, ne? Also hinters Ja. Licht, in ein falsches Licht, in ein Irrlicht. Ja, und dieses Ganze mit den Energien, also dieses ganze Ziel der Lichtarbeit, wohin führt denn das? Ich meine, das sind ja auch oft ganz liebe Menschen, ne? Muss man ja auch zugeben. Ja, klar, also die Erfahrung hab ich auch ganz viel gemacht und ja, also ich kenne ja nach wie vor noch viele, die in der Esoterik sind. Also gut, das mit der einen Freundin, das hat sich getrennt. Also ihr Geist wollte das nicht mehr und mein Geist wollte das auch nicht mehr. Also das hat sich getrennt, aber ich habe nach wie vor auch mit vielen so ungefähr, die in der Esoterik sind und natürlich, man erzählt ihnen von Jesus und möchte sie zur Wahrheit bringen und betet natürlich für sie auch. Und ja, man kann wirklich nur hoffen, dass der Herr sie da rauszieht. Weil es einfach, ja, es hört sich alles schön an, aber es ist halt leider, ja, Lüge. Eine sanfte Verführung. Ja, genau. Und ja, diese Verführung, die klappt ja mehr als gut. Das war ja bei mir genauso.
Nicht nur bei dir, bei mir auch. Also ja, jetzt im Nachhinein denkt man sich, ja, was hat man denn eigentlich alles glauben können? Wenn man eben an der Wahrheit ist, dann ist das, es fällt einem wie Schuppen von den Augen. Ja, das frage ich mich heutzutage auch oft, wie das sein konnte, dass ich früher so absurde Sachen, so sehe ich das heute, ja, dass es heute für mich total absurd ist. Damals habe ich das total geglaubt und es schien für mich auch realistisch zu sein. Ja, auch so, ich weiß nicht, hast du da auch dran geglaubt, so Außerirdisch und Grace? Ja, alles. Also es ist ja sogar so weit gegangen, dann mit den Meerjungfrauen und die Feen und die Elfen und die ganzen Fabelwesen. Also das war ja dann ganz schlimm irgendwie. Und heute im Nachhinein denke ich mir, ja, also wie hat denn das nur sein können? Wie habe ich denn so naiv schon fast sein können? Aber ja, es wird einem alles dann eben in dieser Esoterik, ja, man wird wirklich so verführt und eingelullt, dass man sich denkt, ja, mei, also es ist ja alles möglich eventuell und so. Und ja, natürlich, wir wissen, bei Gott ist alles möglich, ja. Und aber, ja, also ganz komisch. Ich bin wirklich froh und sehr dankbar, dass ja, dieser Spuk so ungefähr ein Ende hat. Ja, also mir kommt es auch manchmal vor wie so eine Gehirnwäsche. Also plötzlich hat man ein ganz anderes Weltbild. Manche glauben sogar an irgendwelche Reptiloiden, die im Erdinneren hausen. Oder dass hier auf der Erde irgendwelche Persönlichkeiten eigentlich Reptos sind. Ja, die Queen oder so, oder irgendwelche amerikanischen Präsidenten. Na gut, die Queen ist verstorben, aber dass jedenfalls einflussreiche Persönlichkeiten in Wahrheit Echsenwesen sind oder sowas. Ja, und vor allem die Menschen sind da wirklich davon überzeugt. Ja, das ist eigentlich das Erschütternde dran. Ja, aber ja, ich hab das auch. Also Reptiloide und so, das sagt mir auch alles, was ist mir alles ein Begriff. Und ja, habe ich alles für möglich gehalten. Ja, und dieser Aufstieg, also das ist ja auch so ein Kontrast. Im Wort Gottes lesen wir ja auch vom endgültigen Ende, also von den Gerichten, die jetzt noch kommen. Wir sind ja mittendrin. Also ich hatte schon gesagt, Seuchen ist so ein Zeichen, ein Zeichen der Endzeit. Oder Erdbeben, jetzt hatten wir ja letztens erst wieder so ein schweres Erdbeben in Türkei und Syrien. Das steht aber doch in starkem Kontrast zu diesem angeblichen Aufstieg in eine neue Dimension, in ein neues Zeitalter, oder? Ja, also ich sage, ich habe das auch alles geglaubt und also jetzt bin ich eines Besseren belehrt, dass das definitiv nicht passieren wird. Also, dass diese Erde aufsteigt und sich neu sortieren wird und also diesen Glauben habe ich nimmer. Ich habe ja den wahren Glauben an Jesus Christus und die Bibel und ja, diese Wahrheit ist natürlich auch nicht immer einfach. Also das glaube ich, wird jeder Christ bestätigen, so ungefähr, dass wir hin und wieder auch das unseren Verstand übersteigt. Aber trotzdem haben wir die Wahrheit und wissen, dass das andere alles ja Fabeleien sind und ja, Gott warnt uns ja ausdrücklich davor. Ja. Dass es ja immer mehr wird. Er warnt uns vor Fabeln, das kommt wirklich so vor im Wort Gottes. Ja, und das ist nichts anderes, ja. Also jetzt im Nachhinein weiß ich das alles. Und also ja, könnte mir heute keiner mehr erzählen. Ja, deswegen ist es so wichtig, auch im Wort Gottes zu lesen, weil da steht das alles schon drin. Da wird es alles genau beschrieben, diese Verführung. Und dass es auch den Menschen in den Ohren kitzelt und dass es sich schön anhört für sie und dann immer mehr verlangen von solchen Lehrern, also in Klammern irre Lehrern, das kommt gut an, das hört sich gut an, alles wird gut, Friede, Freude, Eierkuchen, Licht und Liebe. Ja, ich sag mal, schön, schön wär's, aber es ist halt nicht die Realität. Genau, aber das ja, war ja bei mir genauso. Wie du sagst, das möchte der Mensch hören. Der Mensch möchte ja nur das Schöne hören und nicht das, auch die andere Seite so ungefähr. Ja, das macht sich der Satan zunutze und versorgt eben die Menschen mit Dingen, die nach außen hin sehr schön sich anhören, wo es eine Vervollkommnung gibt, dass man immer spiritueller wird,
immer mehr aufsteigt, immer durchlässiger wird, ja, und immer bessere, größere Rollen bekommt, hier angebliche Rollen. Ja, ich hatte das ja auch. Ich sollte ja auch so ein Meister sein, angeblich mit Heilkräften und bla bla bla, was mir da alles so erzählt wurde von einem Channel-Medium. Ja. Also ich habe aber auch alles geglaubt, deswegen ist es kein Vorwurf an irgendjemanden. Wir beide, Bettina und ich und so viele andere haben das auch alles wortwörtlich geglaubt. Und es ist nicht schlimm, wenn man das glaubt. Schlimm ist es eigentlich nur, wenn man dabei bleibt, wenn man nicht umkehrt. Also da ein Herrschaftswechsel vollzieht in seinem Leben. Das wäre dann tragisch. Aber dass man erstmal reingerät, gut, das ist mir auch passiert. Da müsste ich jetzt auch sagen, das war aber schlimm. Ja, wie gesagt, schlimm ist es, wenn man da drin bleibt und bis zu seinem Ableben nicht umkehrt davon. Aber das wollen wir ja auch mit so Beiträgen verhindern oder zumindest mithelfen, dass sich da Menschen wiedererkennen. Und vielleicht auch, ja, vielleicht hat das auch jemand, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du dich ganz leer gefühlt hast. Das höre ich, das bekomme ich ganz oft zu hören. Also dir wird da eigentlich was genommen, ne? Man wird irgendwie ausgesaugt. Das war definitiv so. Also ich, wie ausgebrannt. Also das war dann wirklich gut, aber dieses Erlebnis hat wahrscheinlich irgendwie nur sein müssen, so ungefähr, dass ich wirklich ziemlich weit unten war, dass ich eben wirklich in dieses Gebet wahrscheinlich gehe, dass mich unser Herr Jesus einfach auch erhört. Also ich sehe jetzt das nicht als komplett negativ, weil das war halt einfach. Das waren die Schritte auf das Ganze hin. Und das hat von dem her so sein müssen. Und es war der Weg da raus. Ja, natürlich, ich sage auch, ich kann jetzt heute immer noch gut meine Erfahrungen von damals gebrauchen. Das gebraucht Gott auch. Gott hat sicher nicht dafür gesorgt, dass man in so eine okkulten Dinge reingerät. Das sieht Gott sicher mit weinendem Auge, menschlich gesprochen, ja. Aber wenn man schon drin war und gerettet wird, dann gebraucht Gott es natürlich auch und macht das Beste daraus. Gott ist irgendwie so, der kann irgendwie aus allem noch was Gutes gewinnen. Ja, macht aus Schlechtem was Gutes. Ne? Hast du auch so diese Erfahrung gemacht? Das auf alle Fälle. Und ja, wir Menschen haben halt einfach, wir haben einen freien Willen. Und natürlich möchte Gott uns zu sich ziehen, so ungefähr. Aber wenn wir das halt nicht wollen, wenn wir die Chancen so ungefähr kriegen und wollen das aber nicht, dann lässt er uns diesen freien Willen. Und ich bin wirklich von dem her sehr dankbar, dass ich diesen, dass ich wirklich gezogen wurde und wirklich diesen Weg da raus finden habe dürfen. Also da bin ich immer wieder dankbar. Ja, selbst da zieht uns Gott, darf man sich nichts vormachen, ist auch keine Eigenleistung. Ja, das verdanken wir auch alles der Gnade. Absolut. Du hast da vorhin so einen schönen Bibelvers schon gesagt, den ich wollte dich nochmal kurz in Gänze lesen aus Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Also sucht und ihr werdet finden. Ja? Es sind ja auch suchende Menschen. Ich war auch immer ein suchender Mensch, du auch. Absolut suchend. Also nur suchend eigentlich. Und ich sage eben mit dieser ganzen. Also ich habe sonst immer schon gesagt, so ungefähr, diese Welt ist nicht gut und so. Diese Gedanken waren auch vor 15, 20 Jahren oder so schon da. Aber jetzt eben dann wirklich mit Corona und so bin ich von dem her wirklich irgendwie aufgewacht gut, und dann erstmal total verträumt so ungefähr und verführt gewesen. Aber dann wirklich eben zur Wahrheit gelangt. Und was hast du so mit deinen Utensilien gemacht? Du hattest ja wahrscheinlich auch ziemlich viele Bücher, CDs, Heilsteine etc. Alles. Also das war alles da und es ist eben dann sehr schnell gegangen. Ich bin eben dann, durch Facebook eben in so eine Gruppe reingekommen, die raus aus der Esoterik und dann eben wirklich ein paar Tage später oder so zu deinem Kanal gekommen. Und bin ich dem Herrn auch halt nach wie vor noch sehr dankbar. Und habe mir eben da dann viele Videos angeschaut und dann haben wir gedacht, okay, das und das und das, das ist nichts. Und also habe mir dann eben da auch viel rausgezogen. Und gut, es leitet und führt der Geist dann ja sowieso total extrem, dass diese Sachen, die haben weg müssen. Ich habe wirklich die ganze Wohnung dann auf den Kopf gestellt, sei es jetzt eben mit esoterischen Büchern, mit Räucherwerk, mit Edelsteinen
Und keine Ahnung, wie viel das ich mir da davor noch gekauft gehabt habe, weil ich habe ja alles gebraucht und muss da wachsen und so. Und das wirklich dann alles ja, gepackt und weggeschmissen und dann eben auch, ja, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, teilweise mal ja, so ein T-Shirt mit einem Totenkopf oder so, das hat alles raus müssen. Also wirklich die Wohnung von hinten bis vorne umgewälzt und natürlich, dann hast du immer einmal wieder noch mal was gefunden. Ja. Und ist dann wirklich ausgeschmissen und dann hast du wieder irgendwie ins Regal reingeschaut und denkst, ja, jetzt habe ich da wieder was. Aber also jetzt mag ich sagen, bin ich fertig, glaube ich. Und vor allem ist es biblisch. Also wir erfahren, das haben die Menschen damals auch gemacht. Apostelgeschichte 19 heißt es zum Beispiel, viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Also auch damals haben sie es schon so gemacht. Die haben damals auch ihre ganzen Bücher, ich meine so CDs und so, gab es ja damals noch nicht. Und ja. Heilsteine, weiß ich jetzt nicht, ob es das damals schon so gab. Aber die haben auf jeden Fall alle ihre Bücher verbrannt und haben auch sich so gerechnet, was war das wohl wert? Das habe ich damals auch, ja, muss ich zugeben. Bin auch so auf eine hohe Summe gekommen, die ich da entsorgt hatte. Aber es muss eben sein. Und die Bibel sagt es eben auch, dass wir das tun sollen. Ja, ja, also das hätte auch gar keinen anderen Weg nicht gehen. Weil dieser Drang, dass dieses alles raus muss, so groß war, dass ich wirklich, ja, man hat da einfach durchgestöbert. Und dann hast du noch, dann ist da wieder was eigen und dann hast du gedacht, oh ja, ist das vielleicht noch da? Oh, da muss ich schauen. Das muss auch weg. Also das ist wirklich schnell gegangen. Also das war wirklich, glaube ich, innerhalb von einem Monat, wenn es überhaupt so lange gedauert hat. Und dann eben, ja, mit deinen ganzen Videos, wo es mir wirklich ganz viel gebracht hat. Und ja, dann kommt natürlich dazu, man möchte die Bibel lesen, man möchte Jesus kennenlernen und ja, wirklich komplett in sein Herz lassen. Und das waren dann wirklich sehr schnelle Schritte. Ja, warum auch nicht? Du, der Heilige Geist macht das immer in der Geschwindigkeit, die für einen am besten passt. Und wenn es eben schnell geht bei einem, dann geht es schnell. Und wenn es langsamer geht, so in Steps, dann geht es eben langsamer. Da wird niemand zu schnell oder zu langsam vom Heiligen Geist geführt. Genau. Manche können es dann etwas schneller sich davon trennen. Manche brauchen auch Wochen und Monate, weil das einfach, es ist ja auch so, es ist ja auch wirklich ein, Da bricht ja ein ganzes Weltbild in sich zusammen. Ja, du hast jahrelang, teilweise jahrzehntelang so ein Weltbild gehabt in dir von der Lichtarbeit und der Esoterik. Und dann bricht das alles zusammen. Das kann ich schon verstehen, dass für manche, dass die ein bisschen Zeit brauchen, das erstmal wieder neu zu sortieren. Aber auch da hilft natürlich Gott. Genau, das auf alle Fälle. Und er macht es in der richtigen Geschwindigkeit. Das auf alle Fälle. Genau, also wenn man jetzt da wirklich sehr lange Zeit braucht, dann ist das halt eben auch genau richtig so, ja. Dann würde das nicht so funktionieren wie bei Bettina, wo es schneller ging. Gott macht es immer in der perfekten Geschwindigkeit, weil ja, Gott kennt uns selber als wir uns selbst und er macht das genauso individuell, wie es für jeden halt passt. Genau, das auf alle Fälle. Und ja, es war dann eben, das war dann auch eben sehr befreiend, wie dieses ganze Zeug dann weg war. Ja. Geht mir auch so, weil es steht dann immer irgendwie sonst zwischen dir und Gott. Also ich meine, wenn einem vergeben wurde, dann ist dir vergeben, auch wenn du das ganze Zeug noch hättest. Aber es ist irgendwie, es ist belastet einfach. Ja. Genau. Es ist ja, ja, wie man halt im normalen Leben auch so auch mal aussortiert. Ja, genau, genau. Du wechselst den Arbeitgeber, dann hast du doch vielleicht noch Sachen vom alten Arbeitgeber bei dir rum. Und irgendwie hast du mal dann irgendwann den Eindruck, das solltest du vielleicht, ich habe jetzt mal wirklich mal einen Schnitt machen und so. Ja. Und entsorgst das. Naja, gut, das ist ein weltliches Beispiel, aber hier geht es ja auch um geistliche Dinge. Es ist ja auch eine Botschaft an die geistige Welt, an die unsichtbare Welt, indem man auch da klar macht, ich vollziehe jetzt diesen Herrschaftswechsel. Alles, was zu meinem alten Leben dazugehört hat, davon trenne ich mich jetzt radikal. Ich bekenne mich jetzt voll und ganz zu Jesus Christus und alles, was dann noch zu meinem alten Leben gehört an Utensilien, das soll einfach weg.
damit möchte ich nichts mehr zu tun haben, weil ich jetzt einfach auch ein neues Leben mit Jesus beginne. Und dann kommen wieder neue Sachen dazu. Genau. Eine schöne Bibel, viele Geschwister. Genau, das eben. Und ja, natürlich, also das war dann auch irgendwie schnell ein Wunsch, ein schönes, kleines Kreuz an der Kette mit dieser Unendlichkeitsacht so ungefähr. Und ja, also das macht es ganz irgendwie so ungefähr. Also das ist dann relativ schnell gekommen und ja, die möchte ich auch nicht abnehmen, die Ketten. Ja, du, das ist auch für jeden individuell. Manche haben damit ein schönes Gefühl, manche brauchen das nicht. Ich trage zum Beispiel keine Kette, aber wenn andere eine tragen, ich habe auch letztens von einer Schwester gehört, die hat ein Geschäft und die trägt auch so eine Kette und die hat berichtet, dass dann auch Kunden sie ansprechen darauf. Es kann also auch eine Gelegenheit sein, das Evangelium weiterzugeben, wenn man auf seine Kette drauf angesprochen wird. Das ist mir noch gar nicht so gekommen, der Gedanke. Ja? Also Gott geht verschiedene Wege mit jedem Menschen. Ne? Hauptsache, die Richtung ist Jesus Christus, ja, und das eint uns alle. Genau. Und das ist ja das Wichtigste. Das Wichtigste und das schönste und größte Geschenk, das wir bekommen können. Ja, da kann ich auch nur Amen sagen. Amen. Bettina, eigentlich sind wir auch soweit durch, es sei denn, ich hätte noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du noch eigentlich sagen wolltest, aber ansonsten haben wir eigentlich das Wichtigste gesagt. Ja, also ich denke auch und hoffe, dass es vielen, vielen ein Rat ist. Genau, und wir hoffen und beten, dass wir noch ganz viele aus dieser Esoterik-Schiene rausbekommen. Ja. Also, dass der Herr es natürlich macht, aber ja, dann führt er die Menschen auch zu diesen Videos. Das hat er ja bei mir genauso gemacht. Genau, es ist immer der Herr. Wir können säen, aber für das Wachstum sorgt dann Gott. Ja, und wir haben jetzt hier eine gewisse Botschaft ausgesät. Dann hoffen wir und beten wir dafür, dass sie das Richtige bewirken möge. Bettina, vielen, vielen Dank für deine schönen Worte und dein Zeugnis und deine Erlebnisse. Hat mich sehr gefreut und ich wünsche dir auch weiter. Gerne. Mich hat es auch gefreut und Gottes Segen an alle, die hier zuhören. Ja, an dich Gottes Segen, an alle, die zuhören. Und dann sind wir durch. Macht's gut. Und vielleicht hört man sich ja beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.